Für mehr Lebensqualität, Villa Casa in Spiez, euer Vermarkter Wohneigentum. Mein Name ist Markus Gerber. Herzlich willkommen zu unserem IMO-News zum Thema «Was sind die meist eingesetzten Heizungen?». Ich darf heute begrüßen von der Energieschmiede GmbH aus Reichenbach, Martin Meggert. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo Markus. Martin, die Leute, die Liegenschaft haben, die eine Heizung ersetzen sollten, es gibt ja x verschiedene Varianten. Kannst du da so ein bisschen Input geben? Ja, die meist eingesetzte bei Neubauten ist sicherlich die Wärmepumpe, ob es eine Luftwasserwärmepumpe ist, ein Solewasser oder ein Wasserwasser, gefolgt von weiteren erneuerbaren Systemen wie Holzheizung, sprich Pellets, Schnitzel oder Stückholzheizung. Und dort, wo natürlich die Möglichkeit ist, ist natürlich der Fernwärmeanschluss und eine sehr oft gewählte Variante. Fernheizung, was hat das für einen Vorteil gegenüber der Pelletsheizung oder der Wärmepumpe? Also ein grosser Vorteil beim Fernwärmeanschluss ist ganz klar ist der Platzbedarf. Das braucht einen Wärmetausch, der nicht viel grösser ist in den meisten Fällen, als eine Schuhschachtel. Und dann eine Gruppe Warmwasser, eine Gruppe Raumheizung. Und dann ist nicht das Gebäude, das bereits mit Energie versorgt. Ein weiterer Vorteil ist der jährliche Unterhalt, also sprich Chemiefäger fällt weg. Weiter fällt weg ist die Amortisationskosten, dass man den Wärmeerzeuger, den man schon hat in einem Gebäude, nach 15, 20 Jahren muss erneuern muss. Das ist alles im Fernwärme-Lieferungsvertrag inkludiert und tut man dementsprechend als Kilowattstunde ein bisschen höher zahlen. Aber schlussendlich haben wir viele Leute, die die Möglichkeit haben, bei einem Fernwärmenetz anzuschliessen, in die Richtung beraten und ihnen aufzeigen, dass das wirtschaftlich eine sehr gute Lösung und Alternative ist. Super, vielen herzlichen Dank, dass du mal im Groben die Frage hast du so beantworten. Selbstverständlich, wenn ihr Fragen habt zu einer Heizung, was für ein System das ihr solltet wählen oder noch mehr Auskunft wollt über die einzelnen Systeme, die funktionieren. Für das steht noch Martin Meggert von der Energieschmiede GmbH aus Reichenbach sehr gerne zur Verfügung. Villa Casa, euer Vermarkter für Wohneigentum. Mein Name ist Markus Gerber.